bin Myers und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Der Tag, an dem ich berühmt wurde. Als ich noch klein war, wollte ich immer ein Held sein. Ein Krieger. Aber stattdessen wurde ich groß und ein Nobody, der sich ständig durch dieselben drei Apps scrollt, bis es Zeit zum Schlafen ist. Ich war Programmierer für Videospiele. Klingt fantastisch, oder? Nicht, wenn man ein Code-Monkey für ein hirnloses, suchterzeugendes Handyspiel ist, das die Kreditkarten ahnungsloser Eltern absaugen soll. Nur hinter meiner Tastatur konnte ich immer noch ein Held sein. Der die Trolls trollt. Ich hab da sowas gecheckt. Hey, unterschreibst du die Abschiedskarte? Ja. Ups. Lieber Miles, auf Wiedersehen und alles Gute. Was ist das? Wir reduzieren unsere Belegschaft. Was? Um wie viele? Nur um einen. Wieso? Hey, ganz ruhig, Hombre. Das ist Witz. Ich hab dich doch bloß verarscht. Okay. Oh mein Gott, dein Gesicht. Volltreffer. Aber wenn ich dich nochmal bei so einem Scheiß erwische, dann ist die nächste Karte echt. Capisce, amigo? Si, ja. Und dann, eines Nachts, habe ich den Jackpot geknackt. Schism. Schon wieder hat Schism. Schism hetzte durchgeknallte kriminelle Random Player aufeinander und ließ sie bis zum Tod gegeneinander kämpfen. Es war pervers und widerlich. Die schlimmste Seite der Menschheit auf dem Präsentierteller. Natürlich war das Internet begeistert. Im richtigen Leben konnte ich keiner Fliege was antun. Aber hinter der Tastatur war ich der fucking Terminator. Ihr seid abartiger, widerwärtiger Abschaum. Ich war der ultimative Trollhunter. Ich weiß, ich hätte es lieber lassen sollen, aber ich konnte nicht widerstehen. Oh ja. Ja, schießt euch schön auf mich ein, das wird lustig. Hi, ich glaube, ihr habt die falsche Wohnung erwischt. What the fuck? Was soll der Scheiß? Wer seid ihr? Na, da haben wir ihn ja, unseren starken Mann. Schon die Hosen fallen. Was, wegen dem Kommentar? Nein, scheiße, nein! Das war nur ein total dämlicher Joke. Den habe ich nicht so gemeint. Können wir das nicht einfach vergessen? Ach Gottchen, das ist doch Wahnsinn, oder? Wir benehmen uns hier wie die letzten Arschlöcher. Weißt du was? Ich glaube, wir gehen einfach wieder und du machst dir hier einen schönen Abend, mein Lieber. Oh, was, echt jetzt? Oh shit, die Garantie ist gerade abgelaufen. Das tut mir so leid. Wie ungeschickt von mir. Deinen fleißigen kleinen Händchen müssen wir dringend eine Lektion erteilen. Nein, 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 bitte nicht meine Hände zerquetschen. Ich benutze die echt gern. Nein, entspann dich, Miles. Wir wollen dir deine Hände nicht zerquetschen. Aber wieso hast du mir dann gesagt, ich soll den Handzerquetschhammer einpacken? Ich habe etwas noch Besseres für dich geplant. Los, knock ihn aus. Was? Nein, nein, ernsthaft, Leute, wir können doch darüber reden. Das ist doch wirklich nicht nötig. Oh, Scheiße! Ein Schlag reicht sonst immer. Oh. Oh, grundgültiger. Mann, willkommen bei Schism. Deine Gegnerin ist nix. Du hast 24 Stunden, um sie zu erledigen. Wenn du versagst, stirbst du. Wenn du versuchst, aus der Stadt abzuhauen, stirbst du. Wenn du es schaffst, lassen wir dich am Leben. Hier ist fucking nix.
Frische Unterwäsche tragen soll, falls ich mal einen Unfall habe. Ich schreibe sie mit auf die Liste der Menschen, die ich enttäuscht habe. Denkst du, der ist auf Crack? Mit Sicherheit. Oh! Entschuldigung! Wir haben einen neuen Arztfehler. Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich. Ladies and Gentlemen, ich kann kaum glauben, aber wir haben heute tatsächlich eine Show für euch. Miles flieht vor den Scheißbullen. Das ist doch nicht wahr, der rennt wie eine Pussy. Wer seid ihr? Schon wieder hat Schism. Schism hetzt durchgeknallte random Player aufeinander und lässt sie bis zum Tod kämpfen. Hör mal, das klingt jetzt gleich ziemlich bescheuert, aber kannst du mir helfen? Jemand hat Pistolen in meine Hände geschraubt. Ja, da hast du recht. Das klingt wirklich ziemlich bescheuert. Du hast 24 Stunden, um Nix zu töten. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Wer ist fucking Nix? Schießen bitte! Ich will nichts mit dieser Sache zu tun haben! Ich habe einen Plan. Das hören. Du kannst damit aufhören und stattdessen Schism killen! Nein. Es wurden sicher Fehler gemacht, aber...